Hallo, mein Name ist Christine Hesse. Ich bin wiedergewählte Stadtverordnete. Ich bin 35 Jahre jung, wohne seit ca. 13 Jahren in Kassel im schönen Stadtteil Vorderen Westen und möchte mich gerne bei euch vorstellen. Wenn ich in den Himmel blicke, dann sehe ich da hinten ein paar Gewitterwolken und deswegen lade ich euch zu mir nach Hause ein. Ja, hi. Also zur Kommunalpolitik bin ich schon in meinen frühen Kindheitsjahren gekommen. Wo meine Freunde damals die Grimm-Märchen vorgelesen bekommen haben, hatte ich das Vergnügen mit meinem Vater. Der hat mir nämlich damals schon Märchen aus dem Spiegel vorgelesen. Und ich glaube, das hat schon ziemlich meinen Weg geebnet. Habe mich damals auch schon noch in Niedersachsen für die Grünen engagiert. Habe mich dann entschlossen, hier ein Studium zu machen für Politikwissenschaften in Kassel. Und durch ein Praktikum bin ich dann eigentlich auch schon bei den Grünen gelandet. Die Angst hat mir so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin und mittlerweile meine zweite Wahlperiode ansteuere. Ich habe jetzt neue Sprecherfunktionen übernommen. Das ist zum einen Sprecherin für Umwelt, für die Energie, für Naturschutz und Tierschutz. Ich finde, es ist ein sehr schöner Bereich, der ins Grün auch sehr gut steht. Ich nenne es einfach mal Back to the Roots. Ich habe sehr viele Vorstellungen und Ideen, was man hier in Kassel verändern sollte. Zum einen natürlich der Umweltbereich. Da sehe ich sehr viel Potenzial, besonders auch, wenn man über den Verkehr in Kassel spricht. Klar, man redet über Luftreinheit, die muss verbessert werden. Auch der Lärmschutz muss gesichert werden. Das ist alles nicht so einfach. Natürlich kann man als Politik, muss man irgendwie den Weg ebnen, vielleicht was vorzuschreiben. Ich bin da kein Fan von. Ich fände es eigentlich gesünder und schöner, wenn wir Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren könnten, einfach mal das Auto stehen zu lassen. Der nächste Punkt ist die Energie. Und in Energie, da haben wir so viele tolle Möglichkeiten. Wir haben ein Klimaschutzkonzept, da stehen schon ganz tolle Sachen drin. Aber ich glaube, ein großer Punkt, der mir da zu wenig ist, sind die brachen Lagen, die wir haben. Also ich meine auch zum Beispiel Dächer oder Fassaden. Wo bleibt die Photovoltaik und die Solarenergie? Wir haben hier so viele Möglichkeiten, die sollten wir nutzen. Und dafür möchte ich mich auch stark machen in dem Bereich. Der Bereich Tierschutz. Das ist mir schon sehr lange eine Herzensangelegenheit. Ich habe schon in meiner letzten Wahlperiode mich für einige Themen eingesetzt. Und bin jetzt auch sehr, sehr froh, dass ich jetzt auch die Sprecherfunktion offiziell dafür habe. Wir haben vor Jahren schon mal einen Beschluss gefasst, und zwar die Einführung der Kastrations- und Registrierungspflicht für freilaufende Katzen hier in Kassel. Bisher ist leider noch gar nichts geschehen und das macht mich ärgerlich. Und ich werde mich dieses Jahr wirklich stark dafür einsetzen, dass wir auch noch 2016 eine Umsetzung durchzogen haben. Zweiter Bereich, der im Tierschutz natürlich auch immer aktuell ist, ist ein Wildtierverbot in Zirkussen. Und auch da haben wir einen Prüfantrag letztes Jahr eingebracht und wir müssen jetzt warten, was das Ergebnis ist, aber ich werde dann mal nachhaken, dann suche ich es nicht weiter. Ich habe eigentlich noch eine ganz schöne Sache vor demnächst. Es gibt bei den Grünen schon länger den Arbeitskreis Umwelt. Ich möchte ihn also ausdehnen auf AK Umwelt und Tierschutz und würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn wir da viele Vertreter finden, die da mitmischen möchten und die sich einmischen möchten. Ich brauche Input einfach von euch. Das Wichtige ist auch, dass wir uns gegenseitig austauschen, um zu sehen, was ist machbar in Kassel, woran fehlt es noch und was läuft vielleicht auch schon gut. Aber ich habe ja auch noch ein anderes Leben, bin auch sehr glücklich darüber, dass ich ein anderes Leben noch habe, weil das brauche ich auch, um einfach mal runterzukommen und Politik sein zu lassen. Ich habe einen tollen Freundeskreis, wo einfach Gespräche geführt werden über Gott und die Welt, aber ganz sicher nicht über Politik, vielleicht mal vereinzelt, aber auch nur minimal. Und das tut gut. Ich habe eine wirklich tolle Beziehung, die mich sehr stärkt, die mich auch immer mal wieder von meinem hohen Ross runterholt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, glaube ich, in jedem Ehrenamt und allgemein in jedem Leben sollte es zumindest sein, dass man auch andere Interessen hat. Das ist nicht nur Lesen, oder auch mal eine Schallplatte hören oder einfach mal die Seele baumeln lassen, das ist auch sicherlich für mich der Sport. Und da ganz besonders der Fußball. Und ich vergleiche vielleicht so ein bisschen oder verknüpfe es gerade ein wenig mit Politik. Beim Fußball willst du auch was erreichen, nämlich den Ball der Gegnerin wegnehmen. Und da muss man auch mal reingerätschen. Und ich finde, das Gleiche gilt auch für die Politik.